So, ihr Lieben, das ist jetzt der dritte Versuch, euch dieses Unpacking zu filmen. Und ich hoffe sehr, für mich vor allem, dass es jetzt auch klappt. Oh mein Gott. Ja, wir starten. Ich habe mir ein Bild bei die Hobby-Ecke wieder bestellt. Denn das ist die neue Elfe und die Elfe Ellie habe ich ja leider verpasst. Und bis ich mich dann dazu entschließen konnte, dass ich sie schön finde, war sie dann weg. Und jetzt gibt es aber die Elfe Luisa und da habe ich dann ganz schnell zugegriffen, da ich immer gerne hübsche Damen bei mir im Flur hängen habe. Ich kann euch auch sonst mal auf Insta meine aktuelle Flurwand zeigen. Auf jeden Fall habe ich mir das Bild bestellt. Es ist diesmal mit Toolkit, weil Gabriele gesagt hatte, dass sie, dass das beim Hersteller mit im Kit war und da kann sie dann nicht so gut erst alle Bilder einzeln auspacken, ist ja verständlich. So, dann habe ich jetzt auch mal wieder einen schmalen Mehrfachsetzer. Hat auch was Gutes für sich. Dann natürlich wieder Haribo. Dann der obligatorische Stift, den es bei Gabi ja immer gibt, bei der Hobby-Ecke. Letztes Mal hatte ich den, heute habe ich den. Ich benutze die auch wirklich sehr gerne. Und ja, ich zeige euch jetzt schon mal den Coverminder. Ist das nicht eine hübsche Dame? Sie hat auch hier einen Schmetterling im Haar und dann die Flügel noch dazu, denn es ist ja wieder eine Elfe. Und ja, mit Papierlegende finde ich sehr gut. Zusätzlich zu der Sticker, zu dem Sticker-Sheet, der ist ja auch neu. Also sie hat die immer schon gehabt oder schon lange, aber diese sind jetzt neu aufgemacht. Das war sonst noch ein bisschen anders. Ich finde diese aber sehr praktisch. So, und dann schauen wir uns die Schönheit doch jetzt mal an. Aber ich glaube, von der Einstellung ist es jetzt sonst sehr schön. Man sieht das Bild in sich komplett. Das finde ich schon mal sehr gut. Mir kam es bloß am Anfang etwas dunkel gehalten vor, aber das soll wohl seine Richtigkeit haben. Es ist eine Größe von 50x50 in Zusammenarbeit mit Gabriella wieder. 50 Farben, davon sind es 2 AB-Farben und 3 Fairy Dust. Auch schon eine beachtliche Anzahl an Farben. Und ich würde sagen, wir schauen uns die Sondersteine mal etwas genauer an und die anderen zeige ich euch einmal, damit ich nicht so ganz viel rascheln muss. Eine schöne Farbgebung, schön warme Farbtöne dabei und dann zeige ich euch jetzt mal die AB-Steine. Das ist zum einen das Gelb, die 745 und dieser Fliederton 211. Und die kommen, jetzt müsste ich eigentlich schon Übung haben, so oft wie ich es jetzt schon gezeigt habe. Diese gelben Hintergründe, da kommt AB hin, der gelbliche. Und der fliederfarbene kommt hier. Hier, überall wo halt dieses fliederfarbene ist. Und dann haben wir ja noch 3 Fairy Dust. Das ist einmal die 938, das ist so ein dunkles Braun. Das haben wir hier. Hier und hier auch noch ein bisschen, glaube ich. Dann die 3863, die ist so vereinzelt hier in den Konturen. Und die 3865 ist hier überall, wo dieser dicke Punkt ist. Ich schaue aber auch noch mal eben mit euch auf die Symbole, weil da habe ich jetzt bei Tini Schnickschnack ein Bild erwischt, wo das wirklich Verwechslungsgefahr besteht. Aber was ich hier gut finde, hier sind ganz viel von 1 bis 9 und dann von A bis Z. Und einige Symbole.
Aber ich kann jetzt nichts erkennen, was ein großes Risiko beinhaltet zur Verwechslung. Ja, das ist die schöne Luisa. Klebekraft ist sehr stark. Ich drehe es euch auch noch einmal rum. Wie gesagt, hier ist dieser schöne Schmetterling auch noch. Also mir gefällt es wirklich richtig gut. Da freue ich mich schon drauf. 310 habe ich auch schon nachgeguckt, ist jetzt auch nicht extrem viel. Dafür eher die 939, also die ist ganz dunkelblau. Und ja, das war es eigentlich hier zu meinem Unpacking. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe sehr, dass ich jetzt eine Version erwischt habe, die gut geworden ist. Und die anderen waren alle im Hochformat gelandet, was nicht so sein sollte. Finde ich bei YouTube nicht so schön. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Natürlich über eure Kommentare. Und wenn ihr mich neu entdeckt habt, freue ich mich auch sehr über neue Abonnenten. Und im Moment habe ich einfach nur ein wahnsinnig großes Problem, dass ich im Moment wirklich 3, 4, 5 Bilder mindestens habe, die ich am liebsten sofort painten würde. Und das Problem wird nicht kleiner, je mehr Bilder man hat. Das könnt ihr mir glauben. Und das wird euch wahrscheinlich auch so gehen. Ja, ich painte ja momentan bei dem Square and Round Event die Rose in a Cup von Karat Art. Und dann painte ich auch noch das Ostermystery von Tini Schnickschnack. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Würde mich sehr freuen. Und viel Spaß beim Painten. Tschüss.